Hallo und wieder herzlich willkommen zu God of War, der 40. Part. Voll geil. Und ich muss euch zugeben, ich habe voll Scheiße gebaut, denn ich muss das hier gerade nachvertonen. Und ich gebe mir gerade Mühe, was zu hören. Ich glaube, die sagen aber immer noch nichts. Nö, nicht wirklich. Nachvertonen ist gar nicht so einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid und ich würde sagen, ja, ich gebe mir Mühe, das Ganze hier so ein bisschen reinzuhauen, was ich da eigentlich mal so erzählt habe und was wir so gesehen haben. Da unten sehen wir den Weltenbaum. In Part 39 haben wir ja schon gesehen, dass Kratos und Atreus die Unterwelt ein bisschen zerstört haben. Und ja, wir schauen mal, was wir jetzt noch mehr zerstören können. Wie diese Tische hier zum Beispiel. Ja, Tische verkloppen, das macht mir Spaß. So, wo lang? Ich würde mal sagen, man geht meistens da lang, wo das tolle Siegel davor ist. Das wird der Hauptweg sein. Boah, das hasse ich ja, ne? Das ist ein scheiß Block da reinhauen. Ein Millimeter vorbei und zack, muss von vorne anfangen. Einmal. Und yeah. Bye. Das gehört Odin. Sein grauenvoller Stil sticht sofort ins Auge. So schlimm ist er jetzt auch nicht. Man kann viele Sachen kaputt machen, das ist cool. Finde ich positiv. Sieh doch mal! Die fehlende Tafel über dir! Odin hat sie gestohlen. Aber warum? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also. Das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt sie? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Und die Runen da an den Ecken? Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das erkenne ich zu gut. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Cool. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen. Bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jettenhelm. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Also nur mal kurz zum Mitschreiben. Dass Atreus manchmal so extrem leise ist, dafür kann ich tatsächlich nichts. Es muss einfach im Spiel falsch gelaufen sein. Wahrscheinlich wird es auch kein Update dafür geben, während ich das spiele. Leider. Finde ich auch unglaublich nervig. Aber schade. Naja. So, ich würde sagen, ja genau. Gehen wir erstmal zurück. Ja, und es hat sich schon auf jeden Fall gelohnt. Da ist nochmal eine Truhe. Yeah, oder was für Atreus. Truhe, Truhe, Truhe. Cool, was war das?
Ein epischer Zauber auf jeden Fall. Sehr nice. Schauen wir, was bewirkt. Ja? Ach, scheiß drauf. Die Zauber, die ich momentan habe, die sind eigentlich schon ziemlich nice. Hin und wieder findet man noch ein paar coole, aber irgendwie meistens bleibe ich bei immer denselben. Die bewähren sich halt. Allein so von Stärke und ja, Runenkraft. So. Dann waren wir wieder hier. Ja, noch mehr Dampf kaputt hauen. Juhu! Heute ist übrigens ein unglaublich beschissen Mama-Tag. Junge, was du vorhin sagst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Können wir gehen? Ja. Tut der wohl nur so? Ich glaube, der Atreus hat es also wohl gesehen. Dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Wo geht es lang? Eigentlich recht offensichtlich. Aber ich finde es ein bisschen kacke tatsächlich, dass diese Halle hier, ich habe es ja gerade gesehen, wo ich herkam, dieser Aufzug, der genau in diese Halle reinführt, den wird man ab hier nie wieder betreten können, weil der einfach nicht existent ist. Finde ich ein bisschen doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich frage mich ja manchmal so, Truhen, die ich verpasse, bei solchen Gelegenheiten, ob man die wirklich nie wieder bekommt oder ob die einfach woanders spawnen. Keine Ahnung. Oder ob die einfach so unwichtig sind, dass sie nicht dazu zählen. Müssen noch nach Midgard, ne? Ja. Einmal Dreieck drücken, dann geht's direkt nach Midgard. Also Kopf, warum hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er! Ich bin jedes Mal erneut schockiert, obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm, sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. Ja, das stimmt. Irgendwas ist jeder allergisch letztendlich. Wir müssen halt nur sein Kryptonit finden. Das ist alles. So. Dann auf, na bitte, Gott.
Hi. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tant herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlag. Dünne Schichten. Dann alles überlagern. Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Das soll mich doch... Ist das... Wo hast du... Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum. Lass es uns angehen. Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stahl noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt. Oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt eben nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Zu grinsen. Das ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Oh Mann, die beiden, ey. Mein Bruder und ich haben gefreut. Ein neues Projekt, jetzt, wo wir wieder miteinander reden. Ein neues Projekt klingt gut. Was wollt ihr? Mit dem Wettstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dvegradikür bauen. Eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch drei mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Und die wären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolvers. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat zwei gefunden. Das weiß jeder. Mhm. Aber als er die dritte gesucht hat... Puff! Verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier. Ein Zugangstein für Konunsgard. Cool. Mit eurem Namen drauf. Wie seltsam aber auch. Das ist ziemlich awesome. Nur passt uns die Zwergenrüstung. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim-Weltenturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre, leicht zu erkennen. Die Höldebrüder sind wieder in Aktion. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Dass ich den Tag noch erlebe, an dem wir wieder als Duo basteln. Aber da gibt's neue Ausrüstung. Vor allem für das hier. Hab mich so daran gewöhnt, allein zu arbeiten. Hätte fast vergessen, wie nützlich ein paar helfende Hände sind. Es ist so viel leichter, Skorpschlacke zu schmelzen, wenn jemand anders die Temperatur misst. Ja, sehr nice. Die beiden arbeiten wieder zusammen und es gibt hier neue Rüstungsteile. Total geil. Sehr dunkle Rüstungsteile sogar. Ja, und natürlich anderer Stuff. Das gefällt mir besonders. Ja, doch, das wird mein Favorit sein, definitiv. Was haben wir dann noch? Noch ein Armschien und Co. Auch really nice. Und ja. Noch Hüftschutz.
Ah, und hier unten gibt es noch mehr. Auch nice. Hatte ich gar nicht bei beim Brustschutz, glaube ich, angeschaut. Müsste mal auch mal gucken. Ja, hier beim Armschutz. Das Gold. Und das. Auch cool. Ja, und zum Schluss. Das hat was. Das ist echt cool. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass es halt so bläulich ist. Aber das hier ist wiederum geil. Das ist halt sehr, sehr Kratos-like, finde ich. Ja, gucken wir mal, was wir uns so am Ende holen letztendlich. Was gibt's da hier noch? Eine Verbesserung? Ach ja, für das Teil, was ich gefunden habe. Sieht auch nett aus, aber nicht unbedingt so mein Favorit. Ich möchte mal ehrlich sein, auch zu vermeiden bei den Rüstungsteilen, dass ich zu klobige Teile kaufe. Damit man halt, ja, wenn halt Kratos nur noch aus Rüstung besteht, finde ich das nicht cool. Weißt, also ich finde das nicht mehr Kratos-mäßig. Kratos war eigentlich früher immer so der Typ, der halt so wenig Rüstung hatte, wie es nur geht. Und damit immer noch alle platt gemacht hat. Einmal weil. Und deswegen finde ich so die leichteren Rüstungen viel cooler. So diese halbseitigen Rüstungen. Ach guck mal, man kann die Chaos-Klinge upgraden. Voll geil. Das machen wir doch platt, oder? In die Quere kommen. Herrlich. Ich finde, die sehen schon verdammt awesome aus, oder? Es ist aber nur verwunderlich, dass Kratos es jedes Mal schafft, bei jedem neuen Teil die Klingen komplett zu zerstören. Sie sehen am Anfang immer im Spiel immer wie scheiße aus. Und später sind sie am Ende noch Gold und leuchten blau oder rot. Noch alte Ausrüstung. Sachen zum Verbessern. Nochmal Zeug zum Kaufen. Da noch. Ach ja, ja, Zauber. Chaosflamme. Aber da haben wir nicht genug für. Können die noch kaufen? Also müssen wir mal Sachen zum Anfertigen finden auf jeden Fall. Und dann können wir die Chaos-Klingen halt auch noch ein bisschen noch mehr upgraden. Aber das wird noch dauern, weil diese Frostflamme, also dieses Frostflammenzeug, wo man die herstellen kann, habe ich auch noch nicht gefunden. Da bin ich schon verdammt lange dran. Jetzt mal gespannt. Muss ja irgendwo im Tempel sein. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar, ja. Navigation, wohin bringst du mich? Let me see, let me look. Stimmt. Jetzt, da wir den Schlüssel haben, können wir die große Tür jederzeit öffnen. Sehen wir uns um. Welche große Tür? Ich bin etwas verwirrt. Aber merkt es ganz dezent. Mimir, warum fühlte sich Tyr verantwortlich für Odins Gräueltat an den Riesen? Es gab einen Zwischenfall, kurz nachdem Mjölnir geschmiedet war, als Tyr eine Zusammenkunft zwischen Odin und den Riesenkönigen einberief. Wir machen später weiter. Genau, red später weiter. Ich weiß nicht jetzt wieder, wo es hingeht. Eine riesengroße Tür, die wir vorher nicht aufbekommen haben. Wo könnte die wohl sein? Ihr wisst es, ich weiß es. Der Marker weiß es. Tyrs Rune, das ist es. Gebound.
Und die Tür ist auf. Voll wir cool. Wir sind drin. Aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Sieht aber ziemlich awesome aus. Danke. Der Baum. Wir sind unterhalb der Weltenreisekammer. What the fuck? Aber wieso ist der Boden an der Decke? Das diese ist strange. Diese Türen spiegeln die von oben. Das ist ziemlich strange. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha, direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus. Nee, noch nicht. What the fuck? Okay, da kommen wir erstmal nicht rein. Aber hier haben sich so komische Türen geöffnet. Cool. Sieh an! Ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche. Offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Schon ein bisschen strange alles, oder? Gucken wir mal einmal ringsherum. Also diese Türen gibt es anscheinend an allen Positionen, also nicht nur bei Jötunheim. Die Frage ist, ob die anderen auch irgendwo hinführen. Also hier schon mal geht es nicht weiter. Okay. Da alles, da ist alles blockiert. Dann gehen wir da rein. Ist mir im Endeffekt genau derselbe Weg. Da geht's weiter. Scheiße, was war denn da rumstehen? Keine Ahnung, wer das ist, aber sieht gefährlich aus auf jeden Fall. Eine Sandschale? Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau, und sieh nur, die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Kratos hat Idee. What the fuck? Außergewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Ja, wir drehen die Welt um. Warum nicht? Soll ich vorlesen? Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Leere? Lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidu. Ist
was immer es ist. Nur durch Kippen des Tempels erreicht. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Ja, warum auch nicht, wenn man die Möglichkeit hat? Was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist? Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jettenheim bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie Tier. Ich finde das vollkommen okay. Bisschen verrückt sein muss man. Normal ist langweilig. Normal kann eine jeder. Armee aus Statuen. Ha? Die erwachen bestimmt nicht zum Leben, falls euch das Sorgen macht. Tyr meinte oft, er träume von einer Welt des Friedens, in der nur Soldaten Statuen nötig sind. Netter Bursche, aber er hat sich selbst ziemlich ernst genommen, oder? Ha. Okay. Strange. Huf. Ja. Bevor das jetzt so lang wird, verabschiede ich mich schon mal. Am nächsten Mal gibt's wieder ganz normalen Part. Deswegen, arrivederci und bis bald. Tschüss.